Hallo Leute, heute ein Video zum Thema Beckenboden und vor allem nach der Geburt ist das ja ein wichtiges Thema und dafür habe ich die Melanie eingeladen ins Interview. Melanie ist nämlich nicht nur Yoga-Lehrerin und Massagetherapeutin, sondern die kennt sich auch mit Beckenboden ganz gut aus. Die ist nämlich Kantinika-Coach oder ja, wie heißt du? Kantinika-Coach, oder? Kantinika-Trainerin, genau, das ist eine meiner Methoden, eine meiner Lieblingsmethoden. Eine Freundin hat mich letztens Beckenboden-Agentin genannt. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, erzähl mal, was ist Kantinika? Also, Kantinika ist eine Methode, die kommt aus der Schweiz, erfunden von Benita Cantieni und die hat halt die Methode nach ihrem Namen benannt. Schon vor sehr vielen Jahren hat sie das getan und es ist eine Methode, die sich intensiv mit dem Beckenboden und der Vernetzung der gesamten Tiefenmuskulatur beschäftigt und eine Methode, in der immer weiter geforscht wird. Also das, was die Methode vor 15 Jahren gelehrt hat, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute machen, weil es ein sehr dynamischer, forschender Prozess ist, diese Methode weiterzuentwickeln. Und mich begeistert sie vor allem deswegen, weil sie sich tatsächlich um den Beckenboden kümmert. Und es gibt ja so diesen großen Mythos, der sich ganz wacker hält, dass Beckenbodentraining Vagina eng machen. Dass man durch Vagina eng machen den Beckenboden trainiert. Und das machen wir im Kantinika nicht. Und auch ich als Beckenbodenexpertin empfehle das nicht zu tun. Also das eng machen, eng ziehen, eng und fest. Das hat eigentlich nicht wirklich viel mit dem Beckenboden zu tun. Da trainieren wir dann die Vagina, freuen sich die Männer, aber es ist nicht unbedingt hilfreich für unsere Blase und für unsere Gebärmutter. Auch der Darm wird vom Beckenboden getragen. Und genau, also ich plädiere dafür, so ein paar Mythen, insbesondere was Bauchmuskeln angeht, mal aufzuräumen damit und was Vaginamuskeln angeht und es geht ja nach der Geburt immer um das Thema Rückbildung. Wir bilden etwas zurück. Und dieses Wort würde ich auch schon mal so ein bisschen in Frage stellen wollen, weil der Körper hat sich durch die Geburt verändert und der geht auch nicht mehr zurück. Also schon allein das Becken hat sich einfach geweitet. Und jetzt mal als Erleichterung für alle Muttis, die passen euch nicht mehr, die Jeans. Und die könnt ihr auch wegräumen. Da müsst ihr euch jetzt nicht wieder reinhungern, sondern das ist einfach ein anderer Körper, um den wir uns wirklich gut kümmern müssen. Ja, das hat meine Mutter auch erzählt. Nach der Geburt hat sie, also dann nach der ersten Geburt, da haben mir die Jeans nicht mehr gepasst und mein Brautkleid hat auch nicht mehr gepasst, weil sie war nicht dicker, aber ihr Becken war weiter geworden. Einfach nur durch. Breiter geworden. Wie ist es denn bei dir? Also ich ziehe ja keine Jeans mehr an, weil ich die total unbequem finde. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Ich ziehe nur noch bequeme Sachen an und ich mag Röcke. Und ich habe alle Jeans rausgeschmissen, weil ich finde Jeans furchtbar. Also auch für die ganze Körperhaltung und so, gerade fürs Becken ist das einfach. Ja, also, bin voll bei dir. Ja, deswegen kann ich nicht sagen. Das ist nochmal so ein guter Aufhänger, finde ich, weil mit der Rückbildung geht auch manchmal so ein Fitnesswahn einher. So, ich muss so schnell wie möglich wieder fit werden und schlank werden. Und für mich geht es darum wirklich nicht. Für mich geht es darum, den Körper abzuholen, da wo er ist, ihn sehr liebevoll zu pflegen und ihn dazu zu bringen, rein muskulär die Rektusdiastase, also die Lücke zwischen den Bauchmuskeln, langsam wieder zu schließen, Übungen zu machen, die nicht wieder öffnen. Dazu werde ich nachher auch noch was Wichtiges sagen. Und zu verstehen, dass der Beckenboden, der öffnet sich ja ganz weit. Der gibt ja Raum für das Kind, wenn wir es gebären. Und dann muss der sich auch wieder schließen. Und es gibt tatsächlich auch eine Lücke im Beckenboden. Und eine Beckenbodenschwäche ist manchmal so etwas Ähnliches wie eine Rektusdiastase. Also, dass der Spalt zwischen den Bauchmuskeln sich wieder schließen muss, ist das eine. Aber dass auch der Beckenboden sich wieder schließen muss, ist das andere. Und das erreichen wir nicht durch Engziehen der Vagina. Das interessiert den Beckenboden nicht. Der muss mit der gesamten Tiefenmuskulatur zusammen aufgespannt werden. Ja, das klassische Beckenbodentraining, was man den Frauen dann ja so
nahelegt, ist dann ist ja dieses ist es immer dieses Fahrstuhlfahren und Beckenboden, oder, also Beckenboden anspannen ist dann aber eigentlich gar nicht so richtig der Beckenboden, sondern hey, das die ist die Wadenfahrstuhlfahren. Aber vielleicht kannst du mal den Zusammenhang erklären zwischen Bauchmuskulatur und Zwerchfell. Also das wird ja immer so einseitig mit dem Fokus auf da unten gelegt quasi. Dann manche Frauen tragen dann irgendwelche Gewichte dann mit sich rum, weil sie denken, sie trainieren ihren Beckenboden. Ja. Trainieren ihren Beckenboden damit. Also aber eigentlich ist das mal was Ganzheitliches. Ne? Also vielleicht kannst du mal erklären, wie das alles zusammenhängt mit Zwerchfell und Beckenboden und Bauchmuskulatur und Rücken und allem drum und dran. Genau, also das ist ja so mein Spezialgebiet und ich glaube, das Gute ist es einfach mal zu zeigen. Ich habe ja jetzt hier mein Becken dabei. Wenn man jetzt mal das Becken so sieht von vorne, von hinten, das Kreuzbein, ne? Und jetzt gucken wir mal da oben rein, dann sehen wir da unten, das Rote ist eine Muskelschicht, das ist der Boden, der Beckenboden. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann sehen wir da vorne Vagina, Anus, Schließmuskeln, wie so eine Acht. Dass das kein Boden ist, muss jedem klar sein. Ja, das ist halt in der Mitte und ganz außen. Während der Boden, der schimmert hier so links und rechts dahinter hervor, der Boden kleidet das Becken wirklich komplett aus. Und dann wird immer gesagt, das sind drei Schichten, aber der Beckenboden hat nicht drei Schichten. Der Beckenboden ist eine fächerartige Schicht. Und die Streben von dem Fächer gehen fast alle zum Steißbein. Deswegen ist das Steißbein, ich zeige es nochmal ganz kurz, das hängt hier unten dran, das kleine hier, das hängt am Kreuzbein unten dran. Und deswegen ist unser Steißbein und die Sitzknochen, diese beiden runden Ringknochen hier, ja, zwei haben wir davon, die sind unsere Referenzpunkte für den Beckenboden. Mit den Knochen gehen wir dann spielen, wenn wir den Beckenboden wie ein Trampolin aufspannen. Und ich stehe mal kurz auf, dann kann ich das euch viel besser zeigen. Also, Moment. Der Beckenboden ist wirklich unten, ne, so auf Höhe vom Venusknochen. Ich sage übrigens nicht Schambein, ne? Geschehen wird sich hier nicht. Und ich sage auch nicht Schamlippen, ich sage dann Venuslippen oder Vulvalippen, nur damit ihr Bescheid wisst. Also hier unten ist der Beckenboden und hier ungefähr so an der Spitze, an der Spitze vom Brustbein, da ist das Zwerchfell. Muss man sich jetzt vorstellen, wie Zwerchfell Regenschirm und Beckenboden Trampolin. Die spannen sich zusammen auf oder sie erschlaffen. Und zwar erschlaffen sie dann, wenn ich mich schlaff hinsetze oder so abhänge beim Stehen. Ja, dann sind es so zwei Zwischenstockwerke, muss man sich vorstellen, wie ein aufgespannter Regenschirm und ein aufgespanntes Trampolin. Und die Körperhaltung, also wenn ich jetzt mich aufrichte, aufspanne, dann sind Bauch- und Rückenmuskeln auch in der Länge aufgespannt. Und dann bilden die sozusagen ein super Team. Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Zwerchfell, Regenschirm und Beckenbodentrampolin. Und die kann man nur zusammen trainieren. Da geht nicht sowas wie, ich isoliere jetzt mal und mache die Vagina eng. Das ist dann halt Vagina-Training. Was übrigens, ich mache jetzt mal den Umkehrschluss. Das würde ja bedeuten, wenn wir das jetzt als Beckenbodentraining hätten, eine Frau, die nach der Geburt so ein bisschen inkontinent ist, was ganz normal ist, ja, dass die Blase erstmal wieder Halt finden muss durch den Beckenboden. Und der sagt man jetzt, mach mal die Vagina eng. Das ist Beckenbodentraining. Dann traut die sich gar nicht mehr, ihre Vagina zu entspannen. Und man hat die ganze Zeit Spannung in der Vagina und das macht die Harnröhre, verspannt die total. Und dann kriegt man tatsächlich Schmerzen an der Blase oder sogar Blasenentzündung durch dieses permanente Festziehen der Vagina, was wirklich ungesund ist. Und stattdessen müssen wir uns einfach eine neue Sichtweise schaffen. Es macht übrigens auch Hämorrhoiden. Also wenn ich jetzt immer dieses Fahrstuhlfahren mache, nehme ich den Anus auch immer mit. Wenn der Anus sich total verspannt und dauerverspannt, weil die arme Frau nach der Geburt sich nicht mehr traut, die Geschlechts- und Anusmuskeln zu entspannen, dann verstärkt das Hämorrhoiden, muss man auch wissen. Ja? Also es geht darum, die Schließmuskeln, die sind eigentlich Öffnungsmuskeln. Also weil ich gehe ja jetzt nicht aufs Klo, mach Pipi und sag dann, oh, mach mal wieder zu. Ja? Das passiert von selber. Mhm. Wenn ich Pipi mache, dann öffnet sich
Und dann geht es von selber wieder zu. Da muss ich mich dicht machen. Ich stehe auf, laufe rum und das macht von selber dicht. Und wenn ich jetzt aber Beschwerden habe, weil ich Urin verliere, dann nützt es nicht, die Vagina eng zu trainieren. Dann muss ich wirklich den Beckenboden im Verbund, drei Ausrufezeichen, mit dem Zwerchfell, dem Bauch und den Rückenmuskeln trainieren. Und da ist es halt tatsächlich so, jetzt kommt das Zweite, wo ich wirklich, ich würde so gerne da die Geschichte zurückdrehen. Also erstmal würde ich den Herrn Kegel gerne mal aus der Inkarnation rausnehmen, der die Kegelübung erfunden hat, der immer gesagt hat, macht mal die Vagina eng. Das Zweite, was ich gerne auflösen würde, ist diese Idee, liebe Frauen, macht mal nach der Geburt Sit-Ups oder ihr dürft nur schräge Bauchmuskeln trainieren. Ja, was passiert, wenn ich jetzt, also es ist für mich wirklich, das ist, ich plädiere schon seit so vielen Jahren dafür, also Bauchmuskeltraining nach der Geburt in Rückenlage einen eingerundeten Oberkörper anheben, absolutes No-Go. Und zwar auch nicht in der Schräge. Machen leider ganz viele Rückbildungstrainerinnen. Das Problem ist, dass dadurch in den sich schließen wollenden Spalt der Darm reingedrückt wird. Und wenn ich das in der Schräge mache, ist es genauso schlimm, wie wenn ich es gerade mache. Also bitte in der ganzen Rückbildungszeit keine Sit-Ups machen. Es gibt so tolle Bauchmuskelübungen, die die Rektostase wieder schließen, anstatt sie zu verschlimmern. Und ein schräger Sit-Up, ein Crunch, verschlimmert die Rektusdiastase. Also da bitte super vorsichtig sein, ihr Lieben. Gut anleiten lassen, das ist die Devise. Und weißt du, woran das liegt, dass manche müssten richtig trainieren, dass die Rektusdiastase verschwindet und andere, bei denen passiert das ganz von alleine. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Ja, weil da gibt es eine Menge zu sagen. Ist auch mein Spezialgebiet und ich bin dazu übergegangen, ganz, ganz viel auch Rückbildung 1:1 zu trainieren. Also jetzt über Zoom, früher war das halt in meinem Studio, weil es so individuell ist. Warum? Bei der einen Frau so und bei der anderen Frau so. Das ist beim Rückbildungskurs sowieso auch wichtig. Es gibt Übungen, die sind für die eine Frau super. Zum Beispiel eine Frau, die jetzt so voll im Rundrücken hängt. Dann gibt es aber auch Frauen, die biegen immer durch. Ja? Und die brauchen unterschiedliche Übungen, um sich wieder in die Balance zu bringen. Deswegen Vorsicht bei Online-Rückbildungskursen, wo die Ladies nicht gesehen werden von der Trainerin, wo man wirklich nur nach einem Video turnt. Vorsicht, 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 weil man kann sich da, ich zeige auch gleich warum, wieder ein Problem antrainieren, wenn man nicht gesehen wird. Also, Beckenstand. Beckenstand ist für die Rektusdiastase mega wichtig. Das kann ich euch auch total gut mal zeigen von der Seite. Da muss ich es ein bisschen so machen. Also, hier ist mein Becken in der Neutralposition. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Jetzt kippe ich mein Becken. Und da seht ihr, ich produziere mir gerade ein Bäuchlein. Obwohl ich relativ wenig Fett auf dem Rücken habe, kann ich mir hier so ein bisschen den Bauch, ich schiebe mir durch Beckenkippen den Bauch raus. Das ist in 95% die Ursache für eine Rektusdiastase, die sich nicht schließt, weil das wäre ein normaler Beckenstand. Und das ist eine Beckenkippung. Und das haben ganz viele Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Das ist einfach eine Fehlstellung, die man durch ein bisschen Geduld und ein bisschen Training ganz easy wieder aufrecht bekommt. Das ist bei den meisten Frauen schon die Lösung des Problems. Jetzt kommt aber der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin daher und sagen den Frauen, so, du hast ein Hohlkreuz, jetzt zieh mal deinen Venusknochen, wie gesagt, ich sage nicht Schambein, Richtung Nabel, mach mal so. Was passiert, wird hier unten das Gesäß total verspannt. Das klemmt den Ischiasnerv ein. Das heißt, wenn der Physiotherapeut sagt, so, kipp mal den Becken andersrum, haben wir wieder ein Problem kreiert. Wir müssen tatsächlich eine neutrale Beckenstellung, also weder da lang kippen, das ist schlimm, weil das Gesäß sich verspannt, noch da lang kippen. Da drücken wir den Darm wirklich gegen die Rektusdiastase. Und das ist ganz, ganz, ganz viel meiner Arbeit mit den Frauen nach der Geburt, ist wirklich erstmal Beckenstellung. Wie steht das Becken? Und das ist dann auch wieder sehr, sehr individuell, löst aber in so vielen Fällen das Problem,
dass ich gar nicht verstehen kann, dass das nicht in jedem Rückbildungsbuch und in jedem Rückbildungskurs ganz klar gesagt wird. Das ist für mich ein Rätsel. Da spannen die Frauen ihre Vagina an, anstatt ihre Beckenstellung zu korrigieren. Das ist wirklich erst ein Punkt der Verzweiflung bei mir manchmal. Weil zum Beispiel gestern hatte ich ein 1:1-Training online mit einer Frau, die hat richtig starke Beschwerden im Beckenboden, also wirklich das Gefühl, ihr fällt alles unten raus, es zieht so nach unten. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn für einen Rückbildungskurs gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben ganz viel Sit-Ups gemacht. 8 Wochen nach der Geburt. Ja, das ist so No-Go. Weil du schiebst dir dann das Zwerchfell, erschlafft, wenn ich einen Sit-Up mache, weil der einrundet der Körper, dann schiebt das Zwerchfell die weichen Bauchorgane in den loslassenden Beckenboden. Das heißt, sie schieben sich die Organe runter. In die Senkung können die sich damit reintrainieren, ja? Blasensenkung und Gebärmuttersenkung. Und das hat man, dann hat man wirklich das Gefühl, es fällt einem alles unten raus. Und die haben das wirklich intensiv trainiert. Und da brauche ich dann immer so 3, 4, 5 Sessions, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit Übungen, die wirklich erstmal nur den Beckenboden aufspannen und das Gefühl von Getragensein dann wieder kommt. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und wie kommt das? Also ich hab eigentlich nie so richtig Probleme gehabt, aber ich kriege dann Probleme, wenn ich Stress habe und merke, dass ich in meiner Körperhaltung total verfalle. Also dass ich so und dann ziehe ich immer so den Schwanz ein, quasi den imaginären, und dann kriege ich Probleme. Also wenn ich so ein paar Wochen so Stress hatte und immer so rumgelaufen bin, dann plötzlich merke ich, du musst mal wieder was mit deiner Haltung machen. Und sobald ich das dann auch wieder mache, auf meine Haltung achte, dann geht es auch wieder weg. Also das geht ziemlich schnell, ohne dass ich irgendwas anderes mache. Nur allein durch die Haltung. Ja. Meine Rede, da sprichst du mir so aus der Seele. Da könnte ich gleich jetzt eine Rakete anfangen. Weil es ist tatsächlich eine Haltungsfrage. Wenn wir Stress haben, ziehen wir uns zusammen. Das ist einfach ein automatischer Prozess von es wird alles dicht und fest. Und dann haben wir diese Aufspannung nicht mehr. Und diese Aufspannung ist aber das, wo die Innenmuskulatur, die tiefen Core Muscles, die tiefen Muskulatur, wo die in eine schöne Länge kommen und dir einen Halt geben. Und dann können die äußeren Muskeln, also einer, der immer so schnell festmacht, ist hier der da. Ne? Der geht ja hoch bis zum Schädelansatz, der Trapezius. Und dann geht der hier so hinten so rautenförmig unter Schulterblatt und kommt hier wieder zur Wirbelsäule zurück. Und der macht dann hier diese schrecklichen Verspannungsschmerzen, weil der hält dann fest. Wenn ich mich aber in eine wirklich gute Haltung begebe, zum Beispiel wirklich hier wie so eine Königin sitze, Oberarmkugeln auseinanderfließen lasse und die Schultern sinken lasse, dann lässt der los. Das kann ich aber nur, wenn ich aufrecht bin und die Tiefenmuskulatur hält. Dann kann das Außenzeugs loslassen. Und immer wenn ich mich tiefenmuskulär nicht in der Aufspannung befinde, muss ja irgendwer anders die Arbeit machen. Und das ist dann eine Verspannung. Eine Verspannung ist ein Muskel, der nicht dazu da ist, die Arbeit zu tun, macht die Arbeit. Der hält was fest, was er eigentlich nicht soll. Das ist Verspannung. Ja, das ist gut erklärt. Ja, hast du noch was, was du erzählen wolltest? Ansonsten hätten wir dann... Ich kann auf jeden Fall mit euch jetzt einfach mal den Beckenboden erspüren gehen. Und ich sage euch gleich, wir machen das im Sitzen. Und das Sitzen ist Training. Nicht wundern, wenn ihr anfangt zu schwitzen. Wenn ihr mit mir sitzt, müsst ihr arbeiten. Wollen wir das einfach gleich mal ausprobieren? Mhm. Okay, was ihr dafür braucht, ist ein Stuhl. Das heißt, ihr müsst euch, ich zeige es am besten wieder von der Seite, das ist immer am klarsten. Ich zeige mal kurz, wie ihr sitzt. Also ihr sitzt am vorderen Rand eures Stuhls. Eure Oberschenkel parallel, ungefähr eine Handbreit Platz zwischen den Fersen, Füße ganz zart V, damit machen wir das Becken lang. Ne? Da passt auch genau eine Hand zwischen die Sitzknochen. Becken ist V-förmig, das heißt, die Fersen stehen im gleichen Abstand wie die Sitzknochen und die Zehen sind ein bisschen weiter auf. Und ihr seht hier, meine Knie sind genau über den Fersen, Unterschenkel senkrecht. Jetzt mal kurz auf mein Becken gucken.
Das ist eingerundet. Das ist durchgebogen. Wenn die Ladies also merken, dass ihre Vulva-Lippen auf der Stuhlfläche drauf liegen, sind sie durchgebogen. Das ist ein ganz klares Zeichen. Ihr habt nur die beiden Sitzknochen auf der Stuhlfläche, Vulva-Lippen nicht. Und dann setzt ihr euch so richtig schön aufrecht. Das heißt, ihr sitzt wie eine Königin auf dem Thron. Spürt die beiden Sitzknochen und jetzt wird die Wirbelsäule aufgespannt, weil wir uns hier oben am Kronpunkt einen goldenen Faden vorstellen, den wir an die Decke hängen. Dann wird schon mal der ganze Kopf leicht und fliegt weg vom Hals. Die ganze Wirbelsäule entfaltet sich in die Länge. Wir spannen uns auf und dann vorstellen, dass die beiden Oberarmkugeln, der oberste Anteil vom Oberarmknochen, dass die so ein bisschen auseinander, die linke nach links, die rechte nach rechts. Dann fühlt man sich schon so wie eine Königin auf dem Thron. Und jetzt einfach mal in den Herzraum atmen, damit meine ich den Raum hinter dem Brustbein. Und vorstellen, dass die beiden Sitzknochen Stelzen senkrecht und Stelzen lang sind. Und dann die Füße am Boden spüren. Erstmal entspannen die Füße und dann die Zehen erstmal lang machen. Die Zehen wachsen nach vorne wie kleine Fühlerchen am Boden. Und die Fersenknochen machen den Gegenzug. Also lange Füße, Zehen nach vorne, Fersen nach hinten. Jetzt bekommen die Hände liegen ganz entspannt übrigens auf den Oberschenkeln mit den Handrücken, Handflächen zeigen zur Decke. Und unter euren Handrücken die Oberschenkelvorderseite einfach mal loslassen. Die muss nämlich nichts machen, da haben aber viele im Sitzen immer viel Spannung. Die lassen wir jetzt mal los. Die Füße lang, die Sitzknochen stelzen lang. Und jetzt die linke Ferse spüren, die linken Fersenknochen. Und der linke Fersenknochen saugt jetzt mal den Boden an und lässt wieder los. Der rechte Fersenknochen saugt den Boden an und lässt wieder los. Linker Fersenknochen, als würdet ihr, man sieht keine Bewegung von außen, als würdet ihr den Boden ansaugen, ein Tröpfchen Honig vom Boden hochsaugen. Sowas in der Art. Boden ansaugen, lösen. Kannst du spüren, dass dein Beckenboden zwischen den Sitzknochen so ein bisschen reagiert? Ja, so ganz kleine, ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen. Ganz aber noch. Fein, danke dafür. Also wir machen es nicht doller, indem wir wieder die Vagina eng ziehen, sondern es darf ganz fein sein. Durch das Ansaugen der Ferse kommt ein Mikropuls links und rechts an den Beckenboden, am linken Sitzknochen, am rechten Sitzknochen. Das ist der Beckenboden. Da können wir die Vagina einfach in Ruhe lassen. Jetzt holen wir das nochmal folgendermaßen zusammen. Einfach mal vorstellen, die Beckenschaufeln werden weit. Diese V-förmigen Beckenschaufeln. Die linke macht sich ganz weit nach links. Die rechte macht sich ganz weit nach rechts. Und dann mal beide Fersen in den Boden stupsen gleichzeitig. Stupsen, stupsen. Ganz, ganz, ganz zart. Es ist kein Drücken. Ihr macht die Beckenschaufeln weit und stupst beide Fersen ganz zart in den Boden. Dann kommt wieder so ein kleiner, zarter Puls. Ein Pulsieren in die Nähe von den Sitzknochen, da wo der Beckenboden ist. Und jetzt als letztes nochmal den Kronenpunkt nach oben. Sitzknochen stelzen lang. Das Kreuzbein, das ist wirklich der Knochen zwischen den Beckenstaufeln, ganz unten am Rücken, dreieckig. Das Kreuzbein ladet ihr mal ein Richtung Bauchdecke, so ein bisschen nach vorne in den Körper zu schmelzen. Linke Beckenschaufel weit nach links, rechte Beckenschaufel weit nach rechts. Die inneren Sitzknochen ganz, ganz, ganz zart zueinander ziehen. Und diese zarte Kraft, die da entsteht, nach hinten zum Kreuzbein ausdehnen, nach links zur linken Beckeninnenseite, nach rechts zur rechten Beckeninnenseite und nach vorne zum Venusknochen. Das ist wie so ein Trampolin aufspannen. Kannst du das fühlen? Ja, es wird so warm ein bisschen. Juhu, es wird warm. Enjoy. Genau. Und das ist etwas, das machen wir auf ganz viele Arten und Weisen. Im Liegen, im Stehen.
Während wir etwas aufheben, während wir uns bücken und heben und solche Geschichten. Das ist so Alltagstraining und immer wieder laden wir diesen Beckenboden ein. Und ihr habt wahrscheinlich alle gemerkt, Bauch und Rücken müssen mitarbeiten, schon beim Sitzen, nur wenn man sich aufrichtet. Und da ist diese Zusammenarbeit, Beckenboden, Zwerchfell, Bauch, Rückenmuskeln, die müssen zusammenarbeiten. Also es ist nicht einfach nur eine Sache schierer Kraft, sondern das ist was Feines, Ausgepeiltes. Ja, es hat ganz viel mit Loslassen an der richtigen Stelle zu tun, ganz viel mit Aufspannen an der richtigen Stelle zu tun, mit einem wirklich sich darauf einlassen, in das eigene feine Feingewebe zu kommen. Und das ist eine Reise ins Innerste des Körpers und eine ganz intensive Verbindung mit unserer Weiblichkeit. Du hast ja schon gesagt, es wird warm. Und dieses warme Pulsieren, das will man auch nicht mehr missen, wenn man das einmal gecheckt hat. Das ist so schön und es macht auch total Spaß. Und ich finde, dieses Engmachen der Vagina, das macht keinen Spaß. Nee, das fühlt sich echt beschissen an. Ja, also, danke. Ich habe mich so ausgedrückt, aber ja. Also ich habe das ja am Anfang auch gemacht, als ich so nach dem ersten Kind gemerkt habe, naja, mein Beckenboden ist nicht so ganz in Form. Ach, warte, wie war das? Meine Mutter hat doch gesagt, immer Fahrstuhl fahren. Wie ging das nochmal? Ach ja. Aber, Fahrstuhlfahren, das schmeißen wir jetzt mal aus dem Fenster. Den Bahn ganz schnell wieder schlank zu werden auch, weil Leute, also die ganze Rückbildungszeit, 9 Monate nach der Geburt mindestens, da sind wir einfach erstmal damit beschäftigt, uns wieder zu finden, wieder die Tiefenmuskulatur aufzubauen, das ist nicht die Zeit, um abzunehmen. Das kann man auch später verschieben. Ja, das ist ja kein Marathon und kein Wettbewerb, wer jetzt hier am schnellsten wieder einen flachen Bauch hat. Und, ja, leider in der Presse. In der Boulevardpresse ist das ein Marathon und das ist aber wirklich nicht gesund. Nee, ja, vor allem, das muss man sich ja auch nicht aufbürden lassen. Also, warum? Ja. So viel Selbstwürde kann man dann schon haben, dass man nicht irgendwie so schnell wie möglich irgendeinem blöden Bild dahinterher rennt, wie man jetzt auszusehen hat. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine richtig wohlgenährte Mama, die sich in ihrem Körper wohlfühlt und einfach glücklich ist, ist so viel schöner als so ein Hungerhaken, der sich nach 3 Wochen nach der Geburt schon wieder damit beschäftigt, ganz schlank sein zu müssen. Also Schönheit ist für mich was anderes als dünn sein. Ja, ja. Ja, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, dann ist man automatisch schön, würde ich mal sagen. Also wenn man, es gibt Leute, die sehen total schön aus, aber die fühlen sich trotzdem in ihrem Körper nicht wohl. Ja, ja, das ist wirklich ein Gefühl. Und ich habe da immer als Beispiel die Hula-Tänzerinnen aus Hawaii. Ich mache ja Lomi-Lomi-Massage, die kommt aus Hawaii. Und die Hula-Tänzerinnen aus Hawaii, die sind wirklich kompakt. Also wirklich. Und wenn die aber tanzen, schweben die Engelselfen gleich übers Parkett. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist das so? Und die haben eine Haltung wie eine Königin und das Becken schwingt. Die sind total aufgerichtet, aufgespannt, Becken schwingt und die sehen aus, wie, als würden die gar nichts wiegen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich dachte, dieses weiblich Schöne, das ist was ganz anderes, als wir das immer denken in unseren Breitengraden. Vor allem, wenn man jetzt sich überlegt, was die Hawaiianer so sagen. Sie sagen, die Schönheit einer Frau, die liegt im unteren Rücken. Ja, und wir denken immer so, das Gesicht und die Brüste und so. Für die Hawaiianer ist eine aufrechte Haltung, die von unten nach oben kommt, das ist für die schön. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, danke dir. Ja, ich danke dir dafür, dass du mir diese wichtigen Fragen gestellt hast und ich hoffe, dass das ganz viele hören und aufhören, die Vagina zu verspannen. Dann ist schon viel Gefühl erreicht, wenn du so verspannte Vagina hast, die braucht man nicht. Genau. Ja, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen oder... Also auf jeden Fall wünsche ich allen, die uns zugehört haben, dass sie ein wohliges, weibliches Sein in sich finden. Und gut genährt sein hat so viele Ebenen. Gut genährt sein heißt, ich mache eine wirklich gesunde körperliche Bewegung.
Ich sorge dafür, dass ich genug Nährstoffe habe, genug Wasser trinke, genug Schlaf habe. Ich weiß, das ist in der Rückbildungszeit schwierig, aber du hast ja immer so, du bist ja mein Vorbild, liebe Sarah. Du mit deinem Mittagsschlaf, der muss sein. Das ist wirklich, also da habe ich viel von dir gelernt. Selbstfürsorge. Ja, das ist so wichtig. Also man kann nicht für andere funktionieren, wenn man sich selbst nicht um sich kümmert. Also schon für die anderen ist es so wichtig, dass man sich um sich selber kümmert zuerst und sonst ja, kann man auch, ist man ja auch ungenießbar. Ja, ja, genau. Das ist das, dann ist es für alle unschön und das muss ja nicht sein. Da kann man ja was gegen tun. Genau. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du mir im Interview Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Und allen noch einen schönen Tag und bis später. Ja, danke dir. Bis später.